In der von der Türkei kontrollierten Stadt Al-Bab in Syrien ist es nach einem Bombenanschlag zu Unruhen gekommen. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte forderten Demonstranten, dass ein festgenommener mutmaßlicher IS-Dschihadist hingerichtet werden sollte. Die Türkei machte allerdings die Kurdenmiliz YPG für den Anschlag verantwortlich. Das Verteidigungsministerium in Ankara gab bekannt, der Festgenommene werde in die Türkei überstellt. Laut Bewohnern vor Ort hat der Festgenommene keine Verbindungen zur YPG. Bei der Explosion einer Autobombe waren am Freitag 19 Menschen in Al-Bab getötet worden. 13 von ihnen waren Zivilisten. Mindestens 30 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.